Du Wanderdrache. Moment. Wieso Moment? Die Quelle all deines Glücks will mit dir sprechen. Jetzt warte halt mal kurz 2 Stunden. 2 Stunden? War ein Witz, ich hab's gleich, warte. Was machst du denn? Hallo? Jacqueline? Hallo? Fuzzi Imperator Anserva? Sie schreibt mit Tinder Kraus. Mit wem? Halt bloß deine Wodka-Luke, Vassili, sonst gibt's hier gleich Kirmes. Echt jetzt? Tinder Klaus. Kein Kommentar. Gott, ich hab dir doch schon 100-mal gesagt, dass Tinder ein reines Knick-Knack-Portal ist, wo haarige Biester nur was zum Penetrieren suchen. Das wusste man schon in den 50er Jahren. Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden uns mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen. Ich muss doch sehr bitten, meine Gnädigste. Du sollst dich immer von dir aus oder von dir auf andere schließen, notgeiler Nutzlosling. Ah, habe ich jetzt endlich die ungeteilte Aufmerksamkeit von Tinea Pedis? Herrgott, Brennel, was heißt dieses Tinea Pedis? Jetzt sag endlich. Kannst du ja googeln. Nö, ich brauche mein Datenguthaben fürs Tindern. Tja, manchmal muss man halt Prioritäten setzen. Blödes Bonusloch. Ui, eine Alliteration. Fuzzis lieben Alliterationen. Was wolltest du denn jetzt von mir, alter Affe? Übrigens auch eine Alliteration. Ich möchte eine Entscheidung verkünden. Du hast dich mit Ricarda verlobt. Quatsch, das kann ich mir nicht mehr leisten, seitdem ich meine McDonald's-Aktien abgestoßen habe. Nein, ich habe entschieden, dass wir einen Fuzzi-Traktor kaufen und am Protest der Helden teilnehmen. Du hast so ein Rad ab. Weißt du, was das kostet? Na klar, 2.500 Euro. 2.500 Euro für einen Traktor im Leben nicht. Doch, guck. Ach du lieber Gott, der sieht aber nicht gut aus. Hauptsache, er fährt. Du musst jetzt ganz stark sein, wunderlicher Wortmüllmann. Aber bevor dieser Kübel fährt, bekommt Vassili Zwillinge. Auch Männer können schwanger werden. Können sie nicht. Doch, guck. Wie wollen Sie für das Sicherheitsgefühl von Frauen sorgen, die sich in manchen Räumen, Umkleidekabinen, Sauna, unsicher fühlen, wenn Menschen, die bisher Männer waren, diese Räume betreten? Transfrauen sind Frauen. Und deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf. Ansonsten geht es ja insgesamt um die Frage von Sorge vor Gewalt etc. Und das ist eben unabhängig vom Geschlecht. Vassili, das ist Lisa Paus. Die ist unsere Science-Fiction-Ministerin. Die hat mit der Realität schon qua Amt nicht das Geringste zu tun. Ihr spinnt doch im Deutschen. Woher soll ich denn wissen? Ich komme doch aus Aserbaidschan. Echt? Ich dachte, du kommst aus Aschaffenburg. Dein Akzent klingt irgendwie badisch. Aschaffenburg liegt in Bayern, du verwirrter Vogel. Aber egal, was machen wir jetzt mit diesem Totalschaden von Traktor? Ich hoffe, du hast noch nicht bezahlt. Doch, ich habe schon eine Anzahlung geleistet. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Aber ich will einen Traktor. Bitte, Fuzzis, helft mir. Okay, Brendel, ich habe einen Vorschlag. Traktor, Traktor! Ja, ja, guck. Du bekommst diesen Traktor. Na toll. Ist das wenigstens vegane Wurst? Natürlich nicht. Achtung! Ich will ein richtiger Traktormann werden. Nicht nur eine Wurst. Helft mir, Fuzzis. Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe gesichert liebevolle und anständige, liebe denkende Ideologiefeinde. Ich weiß, in den letzten Wochen seid ihr sicher sehr irritiert gewesen über diese gelegentlich aufflammenden Proteste einiger paar Dutzend gegen die Politik. Aus der Hölle der Ampel. Sicher habt ihr euch gedacht, wir haben noch ganz andere Probleme in diesem Land als unsere komplette Zerstörung durch die Ampel. Was ist denn mit den marodierenden Nazi-Horden und der Machtübernahme der Millionen Reichsbürger in vielen Kommunen? Das sind doch unsere Probleme. Auch die öffentlich verächtlichen Qualitätsgurken von ARD und ZDF haben völlig einseitig reagiert und den winzigen, gesichert rechtsextremen Bauernaufständen einen viel zu großen Raum eingeräumt. Raum eingeräumt. Sag mal, Brennel, wird das heute noch besser oder brauche ich wieder Oropax?
Jetzt warte doch mal. Ich wollte nur in Warnung geben. Denn eine ehrenvolle grüne Politikerin namens Jessica Gordoni hat sich darum gekümmert und die völlig staatsferne Tagesschau wieder auf den richtigen Weg gebracht. Oder die Tagesthemen. Weil nicht mehr. Das ist jetzt wieder eine deiner kindischen Witze, oder Smoking-Opfer? Nein, Frau Gordoni hat es doch selbst vermeldet. Tausende gehen gegen rechts auf die Straße und die Tagesthemen öffnen mit einem Monarchen. Ich habe eben Fragen dazu für den morgigen NDR-Programmausschuss eingereicht. Vor allem auch, warum es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen antifaschistischen Demonstrationen und den Bauernprotesten gibt. Und die ultraböse Gutmenschin war auch denkblockiert genug, zwei Tage später das Ergebnis ihres Verstoßes gegen die Staatsferne des öffentlich verächtlichen Rundfunks wieder rauszublöken. So wie vierjährige verzogene Kinder das halt so tun. Die Tagesthemen haben gestern mit einem langen Beitrag zu den antifaschistischen Protesten, dem AfD-Verbot und der Petition gegen Höcke eröffnet. Gestern hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch im Ausschuss mit dem Chef der Tagesschau. Also doch Tagesschau, Tagesthemen, Tagesschau, öffentlich-verächtlich. Die Fehleinschätzung über die Bedeutung der Demos wurde bereits Montag aufgearbeitet. Sag mal, ist der gesicherte Frisurextrem ein Stück Tofu ins Stammhirn gerutscht? Es heißt auch immer, dass es eine Verschwörungstheorie von Putin-Trollen wäre, dass unsere Politiker den öffentlich-verächtlichen Rundfunk beeinflussen. Und diese Blaumeise posaunt das sogar öffentlich raus. Ich erkläre jetzt mal ganz ernsthaft. Ich dulde in meiner Show der Liebe und Güte nicht, dass du so über Behinderte sprichst. Na, für ihre Haare kann Frau Gordoni ja nix. Brennel, die sind gefärbt. Selbstverständlich kann sie dafür etwas. So ein Unsinn. Welcher Mensch würde sich denn freiwillig dermaßen entstellen? Das ist ein genetischer Defekt, wahnwitziger Wanderdrache. Aber egal. Ich habe der armen Blaumeise natürlich ein Fuzzi-Mail geschrieben. Und das lese ich euch jetzt vor. Sehr geehrte Frau Gordoni, wie verträgt sich Ihr Post mit der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Ist das ein Aprilscherz oder geben Sie tatsächlich offen zu, dass Sie aus ideologischen Motiven heraus die hochheilige Tagesschau inhaltlich beeinflusst haben? Bitte um Ihr Feedback, schon eine Weile her, zum 19. Januar 2024 um 18 Uhr. Vielen Dank. Naja, hast du jemals erlebt, dass ein ultraböser Gutmensch Stellung bezieht? Noch dazu einer mit einem Türkisdefekt? Diskurs kann dir doch die ganze Ideologie kaputt machen. Aber sicher sind das nur Fake News, lanciert von Türkisneidern. Schließlich hat der verkniffene 378.000 Euro Jahresgehalt Kai ja erst neulich gesagt. Zahlen wir GEZ nicht auch mit dem Steuergeld und zwar abhängig vom Einkommen? Weil das wäre noch schöner, wenn wir steuerfinanziert würden, dann würden wir am Tropf des Staates hängen. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen in Deutschland am meisten wollen, einen unabhängigen Rundfunk, der eben nicht von Staatswegen irgendwas vorgeschrieben bekommt. Sind die Öffentlich-Rechtlichen wirklich frei? Absolut frei. Uns redet keiner rein. Also Fuzzi, jetzt mal kurz im Ernst. Oder ganz kurz ernst. Mich kotzt dieser Typ so abartig an, das kann ich gar nicht beschreiben. Und gibt es jetzt ein Statement zu dieser Geschichte? Hat die Halbklatze, die mehr verdient als der Bundesgenom, dazu irgendwas zu sagen? Also ich habe nichts gefunden. Mir kommt es so vor, als ob selbst die dreistesten Lügner heute nie auch nur das kleinste Problem bekommen. Solange sie das richtige Parteibuch haben. Liebe Fuzzis, ihr erinnert euch ja sicher daran, wie wir früher in unserer alten, heute gesichert rechtsextremen Welt noch dachten, dass es eventuell ungesund wäre, extrem fett und unförmig zu sein. Aber heute in unserer schönen neuen Welt, ohne jeden Sinn und Verstand, wissen wir ja glücklicherweise, dass Schwabbel das neue Sexy ist. Und dass jeder so irrsinnig fett sein darf, wie er will. Denn je mehr man einem Mastschwein ähnlich sieht, desto mehr Body Positivity besitzt man. Ja, Menschen wie Sumo Kader sind heute ein absolutes Vorbild an Anmut und Selbstdisziplin. Umso unverständlicher ist, dass kürzlich 4 Fett-Influencer verstorben sind. Alle erschütternd jung.
Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? She died too. Today I've got the big Fruit Loop. He's dead. Join me on my Fat Positive radio show. Which didn't last long because she died. Bei diesen vier kerngesunden Helden der Body Positivity handelt es sich um den TikTok-Star Raffler69. Er starb im Januar im Alter von nur 33 Jahren an einem mutmaßlichen Herzinfarkt, wie sein Bruder berichtet. Sein richtiger Name war Taylor Lejeune. Er stellte sein Gewicht nicht zur Schau, sondern sammelte 1,9 Millionen Follower, indem er Videos postete, in denen er skurrile Lebensmittel, darunter Rentierfleisch und Dosenschinken, aus den 60er Jahren bewertete. Sein letztes Video, das am Tag vor seinem Tod veröffentlicht wurde, zeigt ihn beim Verzehr einer riesigen Fruchtschleife in Milch. Die zweite Body Positivity Frau ist die bekannte Aktivistin und Professorin für Fettstudien Dr. Kat Posey, die den Zusammenhang zwischen Gewicht und Gesundheit in Frage stellte. Sie ist im Alter von 42 Jahren ums Leben gekommen. Sie war an der Massey University in Neuseeland tätig und moderierte auch eine fettfreundliche Radiosendung. Nummer 3. Die letzten Videos, die auf Brittany Sauers TikTok-Seite gepostet wurden, sind erschütternd. Unter Tränen sprach der 31-jährige Social-Media-Star, der oft trotzig körperpositive Inhalte darüber postete, wie heiß sie sich in bestimmten Outfits fühlte, in die Kamera und gab mit schockierender Offenheit zu, dass sie ihr Leben mit Essen und Fressanfällen ruiniert hätte. Sie wurde 31. Und die letzte im Bunde ist Jamie Lopez, die in der US-Reality-TV-Show Supersized Saloon mitspielte. Sie starb im vergangenen Dezember im Alter von 37 Jahren an Herzkomplikationen. Aber selbstverständlich geht das nicht mit rechten Dingen zu. Was redest du, adipöser alter Mann? Übergewicht ist Todesursache Nummer 1. So ein Unsinn! Was meinst du, warum es Body Positivity gibt? Wie soll denn etwas Positivitives gefährlich sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Nein, viel realistischer ist, dass da auch wieder Putin dahinter steckt. Putin? Natürlich. Denk doch mal nach. Der lehnt alles ab, was wir lieben. Gendern, die Regenbogenflagge, unsere positive, fette Art zu leben. Wanderdrache, diese vier Schwabbelmenschen mussten für unsere Werte sterben. Sterben. Ich würde die alle unbedingt auf Vladivostok untersuchen. Du meinst Novichok? Ja, auf das auch. Halt auf all diese bösen Russengifte. Wuschiger Wanderdrache. Diese wunderschönen, positiven Vorbilder hätten 100 Jahre alt werden können. Ich bin nicht wuschig. Vergötterte Fuzzis, ich weiß, ihr erwartet von mir Großes und deswegen werde ich nicht müde, nach exklusivem, zum Teil streng geheimen Material zu forschen. Das ist nicht ungefährlich. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Fuzzi-Informanten, die mir teilweise Material zuspielen, welches geeignet ist, Teile der Bevölkerung zu verunsichern. Ja, das eventuell sogar die nationale Sicherheit gefährdet. Aber geschissen drauf. Für meine Fuzzis tue ich alles. Hier ein äußerst seltenes Video von einem Molentransport in Richtung der Ukraine. Denn ihr wisst ja. 40 Millionen Polen und Molen. Jetzt also exklusive Bilder, die nur durch großen Zufall entstanden sind. Von einem Molen auf dem Weg zur ukrainischen Grenze. Das war ein Elefant und das ist nie im Leben echt. Ah, du willst also behaupten, die Quelle deines ganzen Glücks verbreitet Fake News, du wanderdrachiger Wüstling? Naja, auf jeden Fall verbreitet die Quelle meines Unglücks Alliterationen, dass sich einem die Fußnägel aufrollen. Wie auch immer. Das nächste Video ist garantiert echt. Aber bevor ich es euch zeigen kann, muss ich etwas gestehen. Jetzt lass doch, Brennel. Die Sache mit dem süßen Esel haben wir dir längst alle verziehen. Wie sprichst du denn von unserer Produktionspraktikantin? Hä? Was war denn mit der Praktikantin? Können wir das rausschneiden? Klar, kostet aber extra. Also, was ich eigentlich gestehen wollte, ist, dass ich für das nächste Video einen Deal mit Trampolina eingehen musste. Das kann nicht dein Ernst sein. Du hast mit dem Feind paktiert? Bosnische Berserkerin, diese Show der Liebe und Güte hat keine Feinde.
Wir lieben auch Grüne. Das sind sehr nützliche Idioten bisweilen. Also, Trampolina hat mir gegen eine kleine Gegenleistung ein streng geheimes Video vom letzten Radausflug von Bündnis Nutzlos die Grünen zugespielt. Ja, Fuzzis, seitdem ich dieses Video kenne, denke ich, ist Zorn auf die Partei der Ideologieverkleisterten wirklich angebracht? Oder sollten wir nicht eher Mitleid haben? Ich meine, diese Partei wird sich doch relativ bald von selbst erledigen. Dafür sorgt doch schon allein die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Hoffentlich sieht diesen himmelschreienden Blödsinn nicht irgendjemand aus meiner Familie. Willst du denn gar nicht wissen, was Trampolina als Gegenleistung für dieses entlarvende Video verlangt hat? Nein. Gut, dann erzähle ich es dir. Ich musste ihr alle Pfandflaschen übertragen, die ich letzten Monat gesammelt habe und Vasilis Bürgergeld noch drauflegen. Ich bring dich um. Sorry, Titanbeiniger, es ist alles für die Show. Alles für die Fuzzis. Na gut. Aber Trampolina hat den unerwarteten Geldsegen klug investiert und alles in ihr Aussehen gesteckt. Guck. Now from the top, make it drop, that's so wet, that's so wet. Now get a bucket and a... Vergötterte Fuzzis, aus aktuellem Anlass jetzt mein Wort zum Sonntag am Freitag. Heute zum Thema Aberkennung von Grundrechten. Wenig verehrte, ultraböse, ideologische Gutmenschen. Ihr wollt einem Politiker seine Grundrechte aberkennen? Hat euch der ständige Avocadosalat jetzt restlos die Denkmurmel verkleistert? Die Grundrechte aberkennen? Sag mal, geht's noch? Darf ich mal an den Fall des CSU-Generalsekretärs Otto Wieshoy erinnern? Otto Wieshoy hat 1983 stockbesoffen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mann gestorben ist und ein anderer schwer verletzt wurde. 10 Jahre später wurde er bayerischer Staatsminister. Unter anderem für Verkehr, was echt ein makabrer Witz ist. Und danach saß er im Vorstand der Deutschen Bahn. Was ich damit sagen möchte, es gab keinerlei Zweifel daran, dass jemand, der fahrlässig getötet hat, ein hohes politisches Amt bekleiden kann. Aber Herrn Höcke sollen die Grundrechte entzogen werden, weil er was getan hat? Und all den Menschen, die ihn wählen werden, sollen denen auch die Grundrechte entzogen werden? Oder plant ihr mit denen gar Schlimmeres, ihr ultrabösen, durchgeknallten Gutmenschen? Ich gebe offen zu, ich habe mich mit den Reden des Herrn Höcke nie beschäftigt. Ich weiß aber gesichert genau, dass diese Reden keinen bewaffneten Widerstand oder Gewaltverbrechen ausgelöst haben. Und mir erscheint es unfassbar durchsichtig. Haben hier etwa alte weiße CIS-Parteien Angst um ihre Macht? Fürchten hier qualifikationslose Grüne ins Bürgergeld zu fallen? Es ist leicht, irgendeine saublöde Petition zu unterschreiben. Aber versteht ihr denn nicht, was ihr damit tut? Unsere Grundrechte, unsere Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst, der Presse, unsere Versammlungsfreiheit und so weiter sind ein extrem hohes Gut, das wir uns nach einer dunklen Zeit hart erarbeitet haben. Immer wieder werden jetzt diese Rechte angegriffen und ihr steht jubelnd daneben, wenn es die Richtigen trifft. Nur seid ihr wirklich dermaßen Propaganda geschreddert, dass ihr nicht versteht, was für eine Büchse der Pandora ihr da gerade öffnet. All diese Rechte sind auch eure Rechte. Wenn ihr einmal zulasst, dass sie eingeschränkt werden, wird es beim zweiten Mal schon viel leichter. Jetzt gerade weht der Wind vielleicht in eure Richtung. Aber diese Richtung wird sich gesichert ändern, denn die Ampel hat komplett versagt und wird nicht wiedergewählt werden. Das ist gesichert sicher extrem. Und welcher Wind wird dann wehen? Vielleicht seid ihr dann gottfroh über eure Grundrechte. Lasst euch doch bitte nicht ständig von blindem Hass leiten und lasst euch nicht dermaßen manipulieren und aufhetzen.
Wer die Einschränkung jeglicher Grundrechte, egal für wen, unterstützt, ist immer ein Ideologe und nie ein Demokrat. Ich kann euch Dutzende Politiker nennen, denen ich sogar das Sprechrecht gerne entziehen würde. Aber ich würde niemals so eine Petition unterschreiben. Denn ich bin zwar ein emotionaler Fuzzi, wie ihr alle, aber ich weiß auch, dass kluge Männer unser Grundgesetz erstellt haben. Und das respektiere ich. Bitte tut das auch. In diesem Sinne. Fuzzis und Fuzzinnen, das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, spendet bitte, damit ich meinen Traktor bekomme. Und schenkt uns ein Like und einen Kommentar. Und bitte teilt dieses Video mit jedem Traktorexperten, den ihr kennt. Vielleicht finden wir noch einen besseren Traktor. Die Sendung heute möchte ich mit den weisen Worten eines Fuzzis beschließen. Qui tacit, consentire videtur. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung, aber es klingt schön. Das heißt, wer schweigt, scheint zu zustimmen. Vassili, du kannst nicht ständig aus deiner Rolle fallen. Also echt jetzt, Vassili? Du bist ein einbeiniger Trunkenbold aus Aschaffenburg, der auf gar keinen Fall Lateinisch spricht. Ich komme aus Aserbaidschan. Bei 100.000 Followern mache ich einen Kurs im Missgabelwerfen.